Mal sagen. Sie sind dasselbe wie ich. Meinen Sie, das sind Kokons? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du.
Ich hab da was für dich! Ich geb Deckung! Los! Fuck, Nicky! Du warst echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Hat's der Colonel nicht geschafft? Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch. Deine Hände. Alles gut. Mir ist nur kalt.
Alles okay? Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit. Wahnsinn. Wir wurden aus dem Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere. Tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen. Und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Rachel! Rachel, sieh mich an! Es ist in mir drin. Tut mir leid. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt!
Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein! Es geht nicht anders. Halt sie fest! Weißt du noch, was mit Clarice passiert ist? Rachel wird es genauso schrecklich ergehen. Ich muss dich ausschalten. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Rachel, nein! Du wolltest mich erschießen? Was stimmt nicht mit dir? Mit mir stimmt nun mal alles. Wartet, ein Vorschlag. Alter, spuck schon aus! Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Wovon redet ihr? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit, und er hätte tot sein sollen, aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Tu's einfach! Mach, dass es aufhört! Der da. Wir kommen zurück zu dir. Hier nicht sterben! Niemals. Versprichst du es mir? Ja, Ma'am. Bringt euch um jeden Preis in Sicherheit. Die Welt muss erfahren, was hier unten passiert ist. So, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, sie schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell! Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Rachel ist tot. Der Colonel auch. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen.
Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Wir brechen auf! Mach schneller! Mann! Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Ich versuche es. Oh nein! Was ist denn?
Es sind zu viele. Die töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Du weißt, er schafft es nicht. Lass ihn seine Arbeit tun. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Alles frei, Nick. Du kannst los. Du lügst schon wieder. Sie kriegen mich, oder? Wie schon gesagt, keiner hat den Mund, Klartext zu reden. Halt einfach den Zünder bereit. Sprengstoff platziert. Ich höre dich, Bruder. Position. Bin 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Yeah.
schaffen Sie. Hey, hörst du mir zu? Zeit kann eine Menge passieren. Nick, ich brauch dich hier. Ich hab dich. Weg hier! Zur Hölle ist Salim. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon. Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Überlegst du noch, wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Alleine schaffe ich es nie hier raus. Komm mit. Er gehört nicht zu uns. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines, lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's. Nach Hause! Hurra! Hurra!
Hurra!